Hi, schön, dass du wieder da bist. Ach du Scheiße. Oh, herrlich. Heute kommen wir wieder zu einem Wunschthema, denn der Casual Blacksmith hat sich gewünscht, dass wir uns die Rüstung der Ned Kelly Bande mal ansehen, unter projektilwissenschaftlichen Gesichtspunkten. Ich habe natürlich ein bisschen Angst, einem Blacksmith zu erklären, wie Rüstungen funktionieren, aber wir ziehen das jetzt miteinander durch. Banküberfälle sind heute relativ selten geworden, weil die Aufklärungsrate relativ hoch ist. Und wo werden die meisten Leute geschnappt? Richtig, auf der Flucht. In Amerika ist sowas doppelt gefährlich, denn dort sind die Polizisten nicht unbedingt dafür bekannt, lange Diskussionen mit dir zu führen. Es ist also eine Art Glücksspiel, ob man das Ding überhaupt überlebt. Und deswegen ist das keine gute Idee. Seriously, lass das mal. Am 28. Februar 1997 hatten Larry Phillips Jr. und Emil Matasaranu die Idee, ihr Glück ein wenig in ihre Richtung zu beeinflussen. Und nicht etwa dadurch, dass sie das Geld schnell abgreifen und ins Fluchtauto springen, sondern sie hatten eine andere Idee. Sie besorgten sich allerlei Waffen, Sprengstoffe und machten keinerlei Anstalten, vor der Polizei zu flüchten. Stattdessen stellten sie sich einfach dem Kampf in einem unfassbar massiven Feuergefecht. They come out of the bank and they start shooting at anything that moved. Denn das entscheidende Detail war, sie hatten sich Rüstungen angefertigt, gegen die die leicht bewaffneten Polizisten mit ihren Berettas überhaupt keine Chance zunächst hatten. Nur durch Glück und SWAT konnte ein Blutvergießen größtenteils verhindert werden, denn es starben keine Polizisten oder Zivilisten. Hey, wir haben gerade unser erstes Sprichwort erfunden. Ich brauche nichts außer Glück und SWAT. Mega! Es gibt übrigens eine GTA 5 Mission, die nennt sich The Palito Score, in dem man ungefähr diesen Banküberfall nachspielen kann. Everyone on the floor, now! You and you! Out from behind the counter! Keep an eye on our trusted employee. Okay, come on then. You got the crowd. Cops should be here soon, so keep an eye out. If I ever meet this alarm guy, fucking shoot him. Not if I get to him first. Yeah. Stay back! We got hostages! Tell the sheriff the 211 is confirmed. We're gonna need everything we got down here. Move it! Follow procedure! I don't care if they surrender. I'm killing me some bad guys. Now let the hostages go, and we'll talk like gentlemen. Time to face the music. Sweet mother shit. Zusätzlich gibt es Videomaterial, denn ein News-Helikopter hat den ganzen Ablauf größtenteils gefilmt. Doch kam vorher niemand wirklich auf die Idee, Rüstungen gegen Polizisten einzusetzen? Das war nicht die Idee von Phillips und Matasaranu, und darüber möchte ich heute gerne mit euch sprechen. Mein Name ist Dede Flux und heute sprechen wir über den gepanzerten Robin Hood. In der Zeit zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert müssen wir uns Australien so ähnlich wie den Wilden Westen vorstellen. In Australien gab es keine Cowboys, diese nannte man eher Bushrangers. Wobei man sagen muss, dass dieser Terminus nicht ganz korrekt ist, denn Bushrangers waren eigentlich die Nachkommen von Cowboys, die aus strafrechtlichen Gründen von Amerika nach Australien geschickt worden sind. Das Outback, der australische Busch, größtenteils unerschlossen, diente diesen raubeinigen Haudegen sozusagen als Rückzugsort. Und deswegen nannte man sie auch Bushrangers. Einer dieser Bushranger-Gesetzlosen war Ned Kelly. Wahnsinniger Bart.
Der trieb überall Schabernack, stahl Pferde und machte allerlei deviantes Verhalten zu seinem täglichen Ablauf. Doch er war auch ein Familienmensch und tat das meiste, um seine Familie, aber auch seine Mitmenschen über Wasser zu halten. Er wurde sogar mal dafür ausgezeichnet, dass er ein Kind vor dem Ertrinken rettete und erhielt dafür eine Schärpe. Und die trug er sein ganzes Leben lang bis zu seiner finalen Festnahme. Um jetzt nicht die ganze Geschichte von Kelly zu erzählen, können wir festhalten, dass er sich immer wieder mit den örtlichen Autoritäten anlegte, die übrigens in Australien zu der Zeit völlig ohne jegliche oberstaatliche Kontrolle agieren durften. Und was tut er in diesem Haus? Dad. Das ist ein Halloween-Ding für Kinder, was soll... In diesem Haus wird es kein Halloween geben, hast du verstanden? Es ist verboten! Und gerade bei diesen Handlungsweisen der Obrigkeit kam es sehr häufig zu Ungerechtigkeiten, gegen die sich Kelly unter anderem mit seiner Bande auflehnte. Was machen die Kipcats hier? Auch verboten! Im Laufe seines Schaffens beraubte er also allerlei reiche Menschen der Obrigkeit und gab das Geld entweder seiner Familie oder den Leuten, die ihnen halfen und Versteck oder Nahrung bereitstellten. Man muss sich das Ganze also wie eine Art Katz-und-Maus-Spiel vorstellen. Links zu näheren Geschichten packe ich selbstverständlich in die Beschreibung. Wichtig hierbei ist jedoch zu wissen, dass Ned Kelly und seine Bande am 15.11.1878 offiziell zu Outlaws deklariert wurden. Outlaw bedeutete sozusagen Gesetzloser. Und es war der Hinweis darauf, dass jeder Mann, der diese Bande antrifft, sie sofort erschießen darf, solange er die Vermutung hat, dass sie bewaffnet ist. Ebenso bedeutete Outlaw, dass jeder, der ihnen hilft oder auch nur Informationen zurückhielt, drakonische Strafen zu befürchten hat. Aber wie dem auch sei, Ned Kelly und seine Bande zusammen mit seinem Bruder und Joe Byrne versteckten sich weiter im australischen Outback. Den letzten finalen Showdown gab es dann am 29. Juni 1880 in der Gegend von Glen Rowan im Bundesstaat Victoria. Genau genommen an einer Bahnstrecke. Hier hatten die Männer der gehetzten Kelly-Bande nämlich eine grandiose Idee. Sie wollten mittels Geiseln die Gleise zerstören, um einen herannahenden Polizeizug mit Verstärkung zum Entgleisen zu bringen. Danach wollten sie ungesehen flüchten. Geiseln, Gleise, Entgleisen, Geiseln. Sag das mal dreimal hintereinander. Der Plan schlug leider fehl. Die Polizisten kriegten Wind davon und der Zug erreichte Glen Rowan gar nicht mehr. Die Polizisten aber sehr wohl, und nachdem Ned Kelly und seine Bande die Geiseln freigelassen hatten, entwickelte sich eine wahnsinnige Schießerei an einer Eisenbahnstation, woraufhin Ned Kelly selbst in den Wald flüchtete. Hier versteckte er sich, doch er wusste, es gäbe kein Entrinnen mehr. Was macht man dann also? Man steht auf und geht schießend auf die Polizisten zu. Ein ganz klarer Suicide by Cop. Doch so einfach, wie wir uns das vorstellen, war es nicht. Und der Journalist Tom Carrington fasst das folgendermaßen zusammen. Mit dem vom Boden aufsteigenden Dampf sah es für alle Welt wie der Geist von Hamlets Vater aus. Ohne Kopf, nur mit einem sehr langen, dicken Hals. Es war der außergewöhnlichste Anblick, den ich je in meinem Leben gesehen oder gelesen habe. Und ich fühlte mich vor Staunen ziemlich gebannt und konnte mich weder rühren noch sprechen. Was war passiert? Was war so außergewöhnlich? Und wieso starb Kelly nicht genau dort, sondern wurde lediglich festgenommen? Nun, hierfür müssen wir genau ein Jahr zurückgehen. Ins Jahr 1879. Denn auf der Flucht und immer wieder in Schießereien mit der Polizei verwickelt, entwickelte Ned Kelly einen Plan, wie er sich und seine Bande schützen konnte. Und wie? Mit Rüstungen.
Mit Bolzen und Lederriemen zusammengehalten, schützte es seinen Kopf vollständig, während die Brust- und Rückenplatten sich um die Flanken kräuselten und dem Oberkörper einen angemessenen Schutz boten. Die Oberarme wurden durch zwei weitere gewellte Platten geschützt und eine weitere hing an der Brustplatte, um die Leiste und die Oberschenkel zu schützen. Jede Platte bestand aus etwa einem halben Zentimeter dickem Stahl, wobei einige Bereiche etwas dicker waren und aus Streichblechen von Pflügen bestanden, den gebogenen Metallklingen, die bei einem von Pferden gezogenen Pflug in die Erde geschnitten wurden. Das Formen der Anzüge in Buschschmieden beschäftigte die Bande den größten Teil des Sommers 1879 bis 80. Berichte über die Belagerung von Glenrowan sprechen von Kelly als einer hochaufragenden Gestalt, die aus der Dunkelheit auftaucht, Pistolen und Gewehrgeschosse, die aus nur wenigen Metern Entfernung von ihm abprallen. Laut der State Library of Victoria, wo sich die Rüstungen heutzutage in Ausstellung befinden, wurde Kelly zwischen 15 und 19 Mal getroffen, bevor Schüsse tatsächlich die freiliegenden Bereiche um seine Oberschenkel und Arme erwischten. Aber jetzt ist die Frage, wie würde sich dieser selbstgebaute Anzug gegen heutige Waffen schlagen? Nun, die Waffentechnik hat sich natürlich weiterentwickelt. Und die Gefährlichkeit der Projektile ist natürlich auch massiv erhöht worden. Natürlich damit auch die Durchschlagskraft. Das weiche Blei, was damals in der Zeit benutzt worden ist, welches sich beim Aufprall verformt oder ausspritzt, hat man heutzutage eher nicht mehr. Ein anderer großer Unterschied ist das Pulver. Heutiges Pulver brennt ungefähr 2 bis 3 Mal so schnell als das, was damals in Glenrowan benutzt worden ist. Und das wiederum bedeutet, dass sich die Projektile viel schneller bewegen, was auch die Durchschlagskraft erhöht. Jedoch muss man sagen, es war nicht alles schlecht damals. Netzrüstung hatte nämlich einen inhärenten Vorteil. Und zwar war sie gebogen angefertigt. Und das wiederum bedeutet, das Projektil muss nur aus einem leicht schrägen Winkel auftreffen und schon wird es abgelenkt, anstatt durchzugehen. Verglichen mit heute wäre es durchaus denkbar, dass auch heutzutage noch Pistolenprojektile nicht durchschlagen. Jedoch größere Full Metal Jackets, zum Beispiel die 303er oder die 308er, würden wahrscheinlich durchgehen und da wäre dann Feierabend. Even put around the chamber. Now I've just got some basic 308 hardball, some American Eagle. Vermutlich, weil die Biegung dann doch helfen könnte, das Geschoss abzuwehren. Deshalb übrigens kurbelt man auch Fenster bei einem Drive-by-Shooting runter, weil selbst eine gebogene Scheibe das Projektil schon ablenken kann. Merkt euch das für euren nächsten Ghetto-Besuch. Das bekannte NATO 5,56x45mm oder die 7,62x39mm schlagen also mit geringerer Wahrscheinlichkeit durch die Rüstung durch als die 308er. Es sei denn, sie kommen direkt aus nächster Nähe. Aber halt, auch hier gibt es wieder Unterschiede und die normale Militärmunition heutzutage ist eher panzerbrechend. Und da muss man sagen, sorry Ned, da wäre Feierabend. Der wichtigste Nachteil, weswegen ich persönlich aber lieber auf so eine Rüstung verzichten würde, ist ein anderer. Gewicht und Druck. Denn selbst wenn das Projektil nicht durchgeht, bleibt immer noch die Wucht des Aufpralls. Und die würde dich ganz sicher von den Beinen holen. Solange man also nicht Havels Ring angelegt hat, liebe Soulsborne-Freunde, erwischt dich das und dann liegst du da. Und zusätzlich waren die Rüstungen der Kelly-Bande nicht komplett. Die Arme und gerade auch die Beine waren freiliegend. Ähnlich übrigens wie bei den Bankräubern in North Hollywood. Und genau dahin verirrt sich doch eine Kugel. Wir wissen doch, wie es ist. Murphy's Law. Dennoch bleibt festzuhalten, dass gerade aufgrund dieser Rüstungsidee, aber auch aufgrund seiner Verhaltensweisen, sich Ned Kelly in weniger als einem Jahrhundert zu einem Nationalhelden Australiens gemausert hat. Und weitere 20 Jahre hat es gedauert, da wurde Ned Kelly zu einer internationalen Ikone.
Kelly selbst wird oft als die Verkörperung der australischen Eigenschaften gesehen. Den Schwachen beizustehen, Ungerechtigkeiten zu bekämpfen und sein Ding durchzuziehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Passt auf euch auf, ballert mir irgendwas in die Kommentare und wenn ihr Gangster werdet, bleibt höflich. Bis dann. Ciao.